Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's. Mal gucken, wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Krankenhauswert ein bisschen verbessern. Dann haben wir's. Alter. Dim. Was ist denn hier los, Mann? Könnt ihr mal woanders sterben, jetzt mal ohne Spaß. Aber, wo sterben? Ja gut, ne, wenn die... Ja, scheiße, die sind ja hier schon übelst lang in der Warteschlange. Ich muss mir, glaube ich, hier was einfallen lassen. Alter, gehen mir echt langsam hier auf den Sack, ey. Wo? Jetzt mal kurz Pause. Hier. Ach, scheiße, hier ist auch eine 6er Warteschlange. Okay, dann müssen wir es jetzt anders machen. Scheiße. Machen wir es so. Pass mal auf. Haben wir hier Behandlung. Blau war ja dann angewählt, ne? Ah ne, scheiße, das ist Frakturenstation. Hehe. Ob was? Ne, angewählt ist dann. Gold. Okay. Scheiße. okay, warte mal. Wir machen jetzt hier Behandlung, Diagnose weg. Oder sollen wir beides machen? Diagnose und Behandlung? Nee, ne? Nee, wir lassen mal Behandlung. Wo ist mein Arzt eigentlich? Ach stimmt, der muss ja eine Weiterbildung hier machen, ne? Okay. Wird gerade eine Weiterbildung gemacht. Oh scheiße, ich war heute Plasma spenden. Oh fuck. Und die haben natürlich hier am Arm, das seht ihr jetzt nicht, ich habe hier so ganz kleine Haare. Sind zwar nur kleine, aber... Oh, fuck. Oh, das tut scheiße weh. Oh. Es brennt. Es sollte nicht brennen. Ah. Oh, seht ihr, ich bin verletzt. Seht ihr nicht, ne? Oh, fuck. Aber ich habe hier keine Haare mehr. Au. So, hier. So, warte mal. Ah, Personal. Ich bin eine richtige Holzhuse. Witzigerweise, das sieht man hier auch, ne? Tausendmal daneben gestochen, das kenne ich aber langsam bei mir. Ist bei mir vollkommen okay. Aber Pflaster abziehen? Nee. Okay, der kann ja jetzt ermöglichen, also eine Art Megascanner zu betreiben. Das heißt ja eigentlich, für den... Wäre an sich Harry. Der Harry bräuchte die Ausbildung eigentlich auch. Du machst mal eine Weiterbildung Radiologie, ne? Genau, das war's hier. Ja. Zu teuer, scheiße. Wir sind ja... Ha, wir sind pleite. Wir haben... Okay. Ein Arzt wird am Megascanner verlangt. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Eigentlich ist jetzt die große Frage... Genau. Die erste große Frage ist, welches Krankenhausgerät? In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Ach, der Umtopfer kostet halt 15.000, ey, ihr habt doch eine Macke.
Wir brauchen, glaube ich, hier noch einen Arzt, der nur dafür hier zuständig ist, habe ich das Gefühl. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Halt, Pause. Umtöpfer. Das Problem ist, muss ich das Scheißding ja wieder komplett neu reparieren und tun und machen und blasen. Okay, können wir mal versuchen. Okay. Forschung 2 könnte ich den geben. Mache ich aber nicht. Der Harry will jetzt eine Weiterbildung machen, habe ich gehört. Und selbst wenn er nie will, kriegt er die Weiterbildung. Wo ist denn der? Da. Radiologie. So. Attacke. Okay. Okay, man muss aber sagen, beim Megascanner kriegt man natürlich gut Geld, ne? Jetzt ist aber die Frage. Brauchen wir dann das hier noch? Weil guck mal, hier ist ja keine Warteschlange mehr. Okay, wir haben hier halt noch keine große Warteschlange. Das ist echt doof. Wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's denn beim Scanner aus? Wir erhalten gerade Informationen über ein beachtliches Erdbeben, das eines unserer Krankenhäuser getroffen hat. Wenn ihr gerade dort seid. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei uns sterben mehr Menschen, aber das ist halt, wie schon gesagt, das liegt gerade ein bisschen so dran. Die Leute in der Warteschlange, ne? Er beruhigt ungemein. Problem ist, ich kann dagegen halt kaum was machen. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Das ist hier. Das sind wieder mal unsere Allgemeinmediziner, ne? Ich weiß noch nicht so ganz, wie man dagegen vorgehen muss. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Zumindest auch nie mit dem Platz hier. Ist hier oben noch irgendwie. Das sieht doch hier aus wie Baugrundstück hier oben. Ah, krieg ich nie. Guckt euch mal hier die Warteschlange an. Ich muss hier echt bei der Aufnahme jetzt mal. Echt. Das ist schon jetzt ein bisschen nervig. Ja, warte mal, wir müssen echt mal gucken. Wir brauchen in der Aufnahme definitiv noch einen, der hier aufnehmen kann. Das heißt. Na, ich will das Ding hier verschieben. Kann ich den Ausgang nicht verschieben? Hm. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier alles verschieben. Okay, den Drucker machen wir mal hier hin. So. Und eigentlich müsste doch jetzt hier ein PC hinkommen, oder? Also passen.
Das führt doch zum Korridor. Was möchtest denn du, du blöde Arschkuh? Das ist doch hier der Korridor. Wieso führt denn das hier nicht? Ist das wegen dem scheiß Telefon? Als ob. Moment. Aber scheint das Telefon zu sein, weil... Warte mal. Wir verkaufen mal das Telefon. So. Hä? Oh, das nervt mich gerade. Wieso klappt denn das hier nicht? Hier bei der TruePoint Bank verstehen wir, dass Sie sich mit Ihrem Geld wohlfühlen wollen. Hier ist der Mülleimer im Weg und den Mülleimer hier hin. Und diese sehr lustige Folge mit Kommissar Miau, als Inspektor Horst diesen einen Witz erzählt hat. Ist das hier im Weg? Dann machen wir das hier hin. Fühlt sich einfach richtig an. Ey, sonst habe ich langsam echt keine Ahnung mehr. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Aufnahme machen. Wir brauchen eine neue. Wir müssen umbauen, wir brauchen eine neue Aufnahme, das wird hier zu kritisch. Ey, guck mal, 25. Ich weiß halt nie, wie wir das machen sollen. Wir haben halt keinen Platz mehr. Wir könnten den Raum hier verkleinern. Passt hier... Nee, warte mal, keine Aufnahme. Passt hier eigentlich eine Arztpraxis noch hin? Dann machen wir mal so. Ja, dann machen wir einfach hier eine neue Arztpraxis in die Kleine. Ich habe kein Geld mehr. Okay, wir müssen kurz warten. Dann machen wir, gucken wir mal hier, dass wir einfach eine Arztpraxis hin machen. Ist zwar jetzt auch nie wirklich sinnvoll. Ich habe bald mehr Arztpraxis als alles andere. Großer Heizkörper, den machen wir mal hier mit hin. Kaffeemaschine machen wir hier mit hin. Instandhaltung der Radiologie erforderlich. So. Nee, Bronze lassen wir mal. Komm, wir machen direkt hier. Die Silbermedaillen. Gut, jetzt muss ich wieder warten. Ich will halt nicht 5 Milliarden Ärzte hier einstellen, ey. Wie kriegen wir den Krankenhauswert halt so hoch gepumpt? Ich habe keine Ahnung. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Also wir müssen definitiv noch was an der Aufnahme machen. Ich hoffe, das Ding wird wenigstens gelöscht jetzt. Komm. Ich glaube, ich weiß wieso. Ich habe Scheiße, ich habe hier kein Dings. Oh, wo habe ich denn hier? Hä? Nee! Teppich wäre natürlich auch mal geil, aber. Sitzwürfel. Kann auch für andere Aktivitäten genutzt werden. Ihr Perversen hier. Ein Hausmeister wird für die Reparatur des Deluxe-Entleuchters benötigt.
Das wäre nicht schlecht, ne? Brauchen wir auch nicht mehr so viel. Bitte ignorieren Sie die Explosion. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja, ja, sagen sie alle. Dann sind sie schwanger. Ja, ich muss jetzt warten halt, ne? Sonst wird das hier nichts. Ich muss jetzt warten. Ach, guck mal. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Ach so, wir brauchen ja noch einen Aktenschrank. Scheiße. Informationen über ein beachtliches Erdbeben, das eines unserer Krankenhäuser getroffen hat. Wenn ihr gerade dort seid, fallt bitte nicht in irgendwelche Löcher und haltet euch von Wänden mit Rissen fern. Oh, und hört diesen nächsten Song an. Er beruhigt. Problem ist, der Wert sinkt bei uns die ganze Zeit. Wie kommen wir auf 2 Millionen Krankenhauswert? Ich habe echt keine Ahnung, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin langsam echt überfragt. Ich will mich halt auch nie geschlagen geben, das ist halt der Punkt. Ich will mich einfach nicht geschlagen geben. Ach Mann, jetzt leck mich, jetzt mach Pause hier. Jetzt sag jetzt nie hier, dass irgendwo geht da. Danke. Drücke ich die ganze Zeit. Scheiße. Wir machen gerade echt mehr Verluste als alles andere, ne? Unsere Hausmeister sind auch komplett überfordert. Die wissen auch überhaupt gar nicht, was sie tun sollen. Ich habe das Gefühl, ich komme nie wirklich mehr aus dem Minus raus, ne? Kann das sein? Sieht nie gut aus. Scheiße. Das ist echt scheiße. Weil jetzt wieder der nächste Monat. Wir machen gerade ganz gute Verluste, das ist gerade das ganz große Problem. Dann können wir eigentlich auch. Ach, Sommers, ich will das. Ach. Ja, ist mir jetzt gerade egal. Gut, müssen wir das Zimmer abbrechen. Ich weiß gerade wirklich nicht, was wir machen sollen. Also was wir hier, das Zimmer könnte man eigentlich auch bearbeiten erst einmal. Komm, verkauf dich. Kann ich mir nie leisten, den Umtöpfer. Muss ich den jetzt schon platzieren? Gut. Können wir jetzt erstmal auch nichts gegen machen. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Können wir versuchen, ja. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Wir brauchen ganz dringend eine Allgemeinmediziner. Neun. Alle Schneemänner des diesjährigen Schneemann-Wettbewerbs. Wir brauchen aber auch ganz dringend eigentlich eine bessere Aufnahme. Wir brauchen gefühlt alles. Oh, das ist echt gerade anstrengend, ne? Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden.
finde das ja auch krass, dass meine ganzen Dings hier, meine ganzen Hausmeister komplett überfordert sind, ne? Was ist jetzt eigentlich mit der Pflanze, die ist Hausmeister hier? Versuch mal. Versuch mal dein Glück, die Pflanze noch zu retten. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Das Problem ist... Ich kann euch nicht weiterbilden ohne Geld, sorry. Aber wir haben hier oben eine Apotheke, ne? Eigentlich könnte man die Apotheke ja... Wir sind nicht hier. Einer. Und hier... Null. Könnte man ja eigentlich die Apotheke hierhin verschieben. Aber was soll man dann hierhin machen? Macht auch keinen Sinn. Nee, es macht alles keinen Sinn. Hier könnte man nur überlegen, hier irgendwie jetzt noch was hinzumachen. Ich glaube mal, was wir mal machen können, vielleicht hilft das ein bisschen, Preise anzuheben. Aber ich weiß nicht so wirklich, ob das hilft. Wir heben einfach mal die Preise an. Vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Forschung 3 haben wir zumindest schon mal, okay. Das weiß ich halt auch noch nie, ne? Flüssigkeitsanalyse. Forschung 4 könnten wir hier machen. Ich glaube, Radiologie oder sowas wäre, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir sowas machen, ne? Warte mal, der Krankenhauswert geht ja auch der Verdienst, ne? Indem du Geld verdienst, okay. Ich müsste jetzt eigentlich ein bisschen den Profit gesteigert haben, ne? Hat sich geweigert zu bezahlen. Na dolle, nee, nie noch mehr. Okay. Heute ein paar traurige Nachrichten. Wo sind wir denn am schlechtesten? Wo schneiden wir am schlechtesten ab? Wo warten das nochmal? Übersicht. Lasst uns alle fest die Daumen drücken, Personalpatienten, dass Simon Harford seinen Job nicht verliert und auf der Straße leben muss, mit einem verwanzten Bettlaken als Decke. Was ist nur schief? 0% sehr schlecht, basiert auf den Besuchern in Rechnung gestellten Preisen im Verhältnis zu den Verhältnis zum Preisdurchschnitt vor Ort. Okay. Fünfzehn kurz vom Tod. Ja, das sind ja. Gut, gut. Großartig. Okay, medizinischer Ruf ist. Bekanntheitsgrad ist auch großartig. Okay, was ist, wenn man den Preisruf von uns. Na, alles mal hier nullen. Wir nullen mal alles. So. Was haben wir jetzt für einen Preisruf? Sehr schlecht. Okay, wie soll ich denn den...
Ja, das machen wir mal. Nee, warte mal, dort so. Ja, das ist eigentlich scheißegal, wie wir das hier machen. Machen wir mal hier, machen wir mal 70. Vielleicht läuft das dann alles hier ein bisschen runter. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe sonst langsam keinen Plan mehr, wie wir das hier noch aufpeppen können. Dann würde ich nämlich fast schon sagen, dass wir einfach ins nächste Krankenhaus machen, wenn wir jetzt die scheiß drei Sterne hier nicht bekommen. Das kriege ich einfach gerade nicht hin. Das soll einfach nicht. Guck mal, mein Preisruf war gerade so schlecht, dass wir keine Warteschlangen mehr haben. Außer hier. Hier haben wir noch welche. Ich bin gerade am Überlegen. Aber wir haben keinen Platz dafür. Das Einzige, was wir machen können, ist das Spritzenhaus weg. Hat das Spritzenhaus uns überhaupt schon mal was gebracht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja gut, das werden wir dann alles in der nächsten Folge herausfinden. Irgendwie läuft es gerade noch nicht so. Irgendwie läuft das gerade überhaupt gar nicht. Und ich weiß noch nicht so wirklich, woran das liegt. Vielleicht könnt ihr mir mal in den Kommentaren helfen, was ich hier noch umändern muss, dass es besser läuft. Ja. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.